So, wir sind live. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen NextMuseum.io Talk. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind eine Plattform zu Co-Kuration und Co-Kreation und möchten eben gemeinsam das Museum der Zukunft diskutieren und gestalten. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein paar von euch haben schon den Chat rechts entdeckt. Da sind auch schon ganz spannende Fragen bei. Also tippt einfach eure Kommentare, Links, Fragen da rein. Und die Marina und ich haben Auge drauf und schauen, dass wir alles beantworten können. Genau. Und ja, neben unseren Open Calls und unseren digitalen Experimenten haben wir eben einen Raum des Diskurses eröffnet, sozusagen mit Veranstaltungen, die sich rund um Zukunftsthemen, relevante Fragestellungen im Kunst- und Kulturbetrieb drehen. Und heute möchten wir eben über das Thema NFT sprechen. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an euch. Wunderbar, dass ihr alle da seid. Mit uns auf der Stage heute ist das Künstlerduo Banz und Bowinckel, Harm van den Dorpel und Annika Meyer, Kolumnistin und Autorin. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen euch. Vielen Dank, dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt, um mit uns und der Community zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch einfach selbst ganz kurz vorstellen würdet, damit die Community ja so ein bisschen mehr über euch erfährt. Einfach gerne ein paar Sätze zu euch. Mögt ihr anfangen, Julia und Friedemann? Also, Ja, wir sind Julia, also Friedemann Banz, Julia Bowinckel, zusammen Banz und Bowinckel und arbeiten seit 2009 als Künstlerduo zusammen und arbeiten mit dem Computer als Medium. Haben an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert, Malerei damals noch und nach dem Studium eigentlich erst komplett unsere Ausrichtung auf digitale Kunst ja, verschoben. Und ihr wart Gesetzt. im NRW-Forum schon zu sehen und seid auch bald wieder im NRW-Forum zu sehen, richtig? Stimmt, ja. Genau, Alles. wir haben zwei, wann war das? 2016 16, glaube ich, ne? oder 17, genau, unsere zweite VR-Arbeit, das erste Mal im NRW-Forum gezeigt, Palo Alto. Und dann jetzt im Herbst findet ja die AR-Biennale statt. Und da gibt es eine neue AR-Arbeit zu sehen. Wunderbar. Harm, ich würde sagen, Ladies first. Annika, magst du auch einmal ganz kurz Hallo sagen? Ja, hallo, schönen guten Abend. Toll, dass so viele Leute da sind. Genau. Ja, ich habe viele Jahre eine Kolumne für das Monopolmagazin geschrieben über Kunst und soziale Medien. Ich glaube, seit 2014. Tatsächlich so lange. Und schreibe jetzt für Kunstforum über digitale Kunst und auch darüber, worüber gerade alle reden und wir heute Abend auch, NFTs. Genau, worüber auch sonst, gibt ja sonst kein Thema. Genau, und ich mache auch Ausstellungen, Königgalerie und ja, genau. Ja, du bist Alles eine Weitere werden wir, unüber glaube ich, ja gleich. du bist eine unüberhörbare Stimme, wenn es um das Thema NFT geht. Und ich freue mich total, die Alina auch, dass wir dich heute Abend mit dabei haben. Nicht nur auf Clubhouse, sondern eben auch in Monopol zuletzt. Und genau, also toll, dass du da bist. Und Harm, über dich freuen wir uns auch ganz riesig. Deshalb stell dich doch mal kurz vor, das wäre super. Ja, hallo, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Freut mich, dass wir so sprechen können. Ich komme ursprünglich aus den Niederlanden, habt ihr wahrscheinlich schon vom Akzent gehört. Also, meistens mache ich solche Sachen auf Englisch, aber ich werde es versuchen. Ja, also ich bin Künstler aus den Niederlanden. Ich bin fast 10 Jahre in Berlin und habe dann in 2015 angefangen, mich zu interessieren für Blockchain-Sachen und dann Left Gallery gegründet. Und damit bin ich dann auch irgendwie Galerist geworden. Das war gar nicht so gemeint. Aber ja, und dann das letzte halbe Jahr war so viel los im NFT-Raum, ganz spannend. Hat viel geändert, auch in meinem Leben. Und da werden wir, glaube ich, heute Abend über sprechen. Genau, das machen wir.
Bei unseren Expert-Talks geht es uns darum, Trending Topics für euch aufzubereiten, eure Fragen aufzugreifen, euch mit den geladenen Gästen zu vernetzen, damit wir alle ein bisschen schlauer aus dem Thema rausgehen. Und ich würde ganz gerne mit der Annika starten, denn du hast das Thema hier in Deutschland, finde ich, extrem besprochen, mitgeprägt. Eine Riesenwelle, als Clubhouse an den Start ging, also gefühlt gab es nur NFT-Talks. Dann der Mega-Sell mit 69 Millionen, bis dann auch wirklich jedes Blatt drüber geschrieben hatte, was da passiert. Und trotzdem gibt es noch eine ganze Menge Fragen und Unwissen beim Thema NFT. Mich würde total interessieren, nach dieser Big Wave im Frühjahr, wo stehen wir in dieser Diskussion in Deutschland? Ist es schon wieder abgekocht oder spürst du da, dass noch weiterhin drüber gesprochen wird? Was würdest du sagen? Jetzt bist du wieder zu hören. Alles gut. Geht es? Ja, wir hören dich. Springt lustigerweise. Oh. Nee, jetzt wieder zu, ne? Jetzt hören wir dich wieder. Geht es? Ja, geht. Ich hoffe, es geht jetzt. Was war deine Frage? Sorry, ich war aufs Mikro konzentriert. Kein Thema. Meine Frage war, ob du so ein bisschen einsortieren kannst, wo wir nach dieser Riesenwelle stehen. Also alle haben über NFTs gesprochen und jetzt haben wir Juli 2021. Was würdest du sagen, wo hat sich das Thema eingependelt in Deutschland? Ich glaube, wir sind gerade in der Ernüchterungsphase. Jetzt haben sehr viele Leute gesehen, okay, man kann mit digitaler Kunst und dann eben über NFTs, wenn man digitale Kunst so verkauft, offenbar sehr viel Geld verdienen. Und ich glaube, dann haben Sammler, sowohl Sammlerinnen als Sammler, Sammlerinnen als auch Künstler, Künstlerinnen gedacht, okay, da gehe ich mal rein und mache ich vielleicht auch, jetzt nicht 69 Millionen, aber doch ein bisschen Geld. Und dann merkt man eben, dass das wie bei allen Dingen im Leben dann doch nicht so einfach ist. Und ich glaube, dass, ja genau, da wurde der Markt überflutet, auch durch die offenen Editionen, was glaube ich vielen Leuten nicht klar ist. Also Beeple war jetzt irgendwie ein Unikat, aber sonst wurden ja vorher die Auktionsrekorde und die hohen Summen dadurch erzielt, dass auf einem der großen NFT-Marketplaces, nämlich Nifty Gateway, offene Editionen verkauft worden sind. Also dass Künstler mehrere Arbeiten verkauft haben und sich so die Summe summiert hat, dadurch, dass eben dann von einer Edition 2000 verkauft wurden, von einer, also nicht 500. Und dann ist man halt dann auch irgendwie bei 6 oder 8 Millionen. So war das beispielsweise bei Grimes. Genau, und aber am Ende wird sich Qualität durchsetzen. Und hier, Barnes & Bowickel sind ja auch schon sehr lange da und sind immer noch da. Also ich glaube, die von Beginn an da sind und durchhalten und oder auch wir haben, immer einfach weitermachen. Also von daher muss man sich da jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber ja, das geht sicherlich im Herbst wieder sehr, sehr gut weiter. Und jetzt sind ja auch alle in der Sommerpause und im Schwimmbad. Wir haben auch ein paar internationale Talks gehört, auch mit dir. Und die Stimmung im angelsächsischen Bereich ist ja eine ganz andere. Hat dich das überrascht, dass das in Deutschland so, ja, so wütend auch diskutiert wurde in Teilen oder so ein bisschen negativ konnotiert, obwohl es ja eigentlich ja erstmal nur eine Sachdiskussion ist? Naja, ich habe ja diese Kolumne bei Monopol sehr, sehr lange geschrieben und habe 2014 schon angefangen, über Instagram und Kunst zu schreiben. Und da war man auch international immer weiter. Und in Deutschland gibt es zu Tech-Themen und gerade zu Kunst- und Tech-Themen immer wahnsinnig viel Gegenwind. Von daher war das auch bei NFTs total erwartbar. Was bei Instagram, glaube ich, nicht so stark war wie jetzt bei NFTs, dass sich immer sehr schnell eine Meinung gebildet worden ist, ohne dass da genau hingeschaut wurde. Also dann wusste man zum Beispiel nicht, dass es diese Marketplaces gibt, dann wusste man nicht, es gibt Nifty Gateway, Super Rare Foundation, die funktionieren alle unterschiedlich, dann hatte man einfach diesen Beeple gesehen und dachte, ja, was ist denn das? Das wird ja alles irgendwie so sein. Also da wurde sehr wenig genauer hingeschaut und sehr schnell ist man zu einer Meinung gekommen. Also sei es das Umweltthema, dass NFTs die Umwelt stark verschmutzen oder das ist ja alles gar keine Kunst. Das sind ja nur GIFs und Screensaver. Und ich habe das dann, glaube ich, mit Spotify verglichen. Weil wenn man jetzt auf Spotify oder auf eBay geht und gar nicht weiß, wo man hingucken soll,
oder durch ein Kaufhaus läuft und nicht weiß, was man sucht und wie man da suchen muss, dann weiß man halt nicht, wo die guten Sachen zu finden sind. Und mit digitaler Kunst und dem, was uns hier alle interessiert, die zusammenkommen, da muss man eben wissen, auf welchen Plattformen man das findet, nach welchen Künstlern und Künstlerinnen man suchen muss. Oder man muss vielleicht auch wissen, dass diejenigen, die da vielleicht Pioniere in dem Bereich sind, dann auch erstmal langsam machen und sich das genau anschauen. Also ich glaube, da gab es sehr viele Kurzschlüsse und Vorurteile, was dann auch, weil ihr beide Clubhouse angesprochen habt, da war ja sehr, sehr, sehr viel los, auch gerade zum Thema NFTs, und das war dann ja eigentlich gefühlt von einem auf den anderen Tag zu ändern, aber da ist eben auch die Stimmung so gekippt. Jetzt ist man halt nicht mehr auf Clubhouse, sondern wieder hier so. Alina? Genau, vielleicht Stichwort Screensaver, weil Harm, du bist ja auch schon länger mit dabei, wir hatten schon angesprochen, und 2015 hattest du ja eben auch den Verkauf deiner Arbeit Event Listeners an das MAG in Wien, und das war ja zu der Zeit eben noch ja sehr ungewöhnlich oder erstmalig, muss man sagen. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das stimmt. In 2015 war ich eingeladen, zusammen mit einer Startup, Ascribe, um zu sprechen über digitale Kunst und was Blockchain bringen könnte. Damals hatten noch wenige Leute davon gehört. Wie Annika sagte, hatten doch schon damals in 2015 auch viele Leute eine Meinung darüber. Entweder waren sie dafür oder gegen. Ich fand es interessant, weil ich war schon länger als digitale Künstler unterwegs und habe es noch nicht immer einfach gefunden, meine Sache, die digital waren, auch verkaufen zu können. Das war einerseits auch das Geile von digitaler Kunst, dass es immer überall so accessible war. Andererseits ja, will man auch die Miete bezahlen. Und ich war dann eigentlich sehr beeindruckt, dass wir plötzlich wieder einzigartige digitale Objekte haben könnte, wie wir das bei, sag mal, Malereien schon gewohnt waren. Also ich fand das sehr spannend. Und wir hatten dann als Demonstration davon im Museum eine Arbeit von mir, und das war tatsächlich ein Screensaver, in einer Edition von 100 verfügbar gestellt. Das war damals auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert. Es gab noch kein Ethereum, was zurzeit die meistverwendete Blockchain ist. Und ja, dann man hat das Museum hat 20 Editionen gekauft, und viele Leute wollten das dann kaufen. Ich dachte, wow, das ist doch geil, weil ich hatte es eigentlich schon ein bisschen aufgegeben, dass ich als digitale Künstler davon leben kann. Dann habe ich Left Gallery gegründet. Ich dachte, wenn das bei mir klappt, dann sollte das bei meinen Freunden auch passieren. Und das ist dann auch so, hat passiert, aber dann ist es langsam auch wieder weniger geworden. Die Leute, die haben schon mal über Blockchain gehört, ist nicht wirklich verstanden und dann gehört, dass man eigentlich nur Drogen damit kaufen kann. Und dann haben die das immer wieder, war das nicht mehr cool, ja, da haben alles das vergessen. Und ja, eigentlich, dann war ich noch schon die ganze Zeit interessiert, aber nicht so aktiv. Und ja, dieses Jahr, oder ist es ja, wahrscheinlich auch mit Covid zu tun, es ist so ja, wieder groß geworden, auch eher so demokratisiert. Und das finde ich ganz spannend. Ich finde es auch verwirrend. Und auch viele Freunde von mir, die schon länger unterwegs im Blockchain-Raum sind, die fragen sich, was passiert jetzt? Und dann fragen viele Leute sich auch, ob die, sagen wir, die Original Gangsters, die ganz früh dabei waren, früher als ich, und auch die ganze Zeit so beschäftigt damit waren, dass die dann jetzt oft auch mal vergessen werden oder nicht so viel mit dem Erfolg mitmachen können. Also das ist auch noch ein Ding. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Absolut, das tut's. Ja. Wir wollen total gerne heute über Kunst sprechen, also nicht über die üblichen Side-Themen, die mit NFT gerade so diskutiert werden, und schon gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Deshalb freuen wir uns, dass Banz und Bowinkel da sind.
Wir würden total gerne ein bisschen mehr erfahren, wie ihr gestartet seid mit dem Thema, was ihr so in den letzten Monaten NFT-mäßig gemacht habt. Vielleicht zeigt ihr uns auch ein bisschen was. Ihr habt ja auch mit der Annika zusammen was gemacht. Deshalb holt uns doch mal rein in euer Schaffen. Ja, okay. Also bei uns ist es, glaube ich, so, dass dieses NFT-Thema eher so über so einen Regler, den die Annika damals in der Hand hatte, in unsere künstlerische Arbeit so reingeblendet wurde. Und wir haben jetzt nicht so dezidiert damit gearbeitet wie der Harm zum Beispiel, haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Unser Thema ist eigentlich eher sehr allgemein, dass wir jetzt in einer Welt leben, die halt von Computern betrieben wird, ne? Ob das unser Finanzsystem ist, unser ganzer Warentransport, unsere Kommunikation. Es gibt ja im Prinzip überhaupt nichts, was nicht irgendwie durch so einen Prozessor durchläuft. Und die Tatsache, dass wir all das in Nullen und Einsen übersetzen, dann da drinnen verarbeiten und am Ende kommt dann so ein Smiley raus, die beschäftigt uns schon. Und natürlich beschäftigt uns dann als Künstler die Frage, wie kann man jetzt mit dem Gerät auch Kunst machen? Also nicht nur Weizen handeln oder, weiß ich nicht, Twitter-Nachrichten verschicken, sondern eben Bilder dazu machen. Und das ist so unser generelles Thema. Und weil wir eben sehr viel mit digitalen Arbeiten, haben wir uns so lose irgendwie natürlich schon immer damit beschäftigt, ja, also man hat immer als digitaler Künstler dieses Problem, dass eine digitale Datei, wie die Hito Steyer schon so schön gesagt hat, als Klon geboren wird. Also dieses Copy-Paste, ne, das ist eigentlich so der große Malus, wenn man jetzt eine digitale Arbeit mit einem Gemälde vergleicht oder irgendetwas, was sonst so in einem Kunstkontext als so ein Artefakt betrachtet wird. Das war bei digitaler Kunst immer, also zumindest für die, die jetzt nicht selber damit gearbeitet haben, weil ich glaube, für die Leute, die wirklich selber damit arbeiten, ist es eher vielleicht ein Reiz oder ist es was, was interessant ist, so ein Paradox irgendwo auch. Und wenn man ganz genau hinguckt, ist es auch gar nicht so. Aber so für die Außenstehenden war das immer so ein Hemmnis. Und an dem Punkt fanden wir jetzt diese Debatte, die durch NFTs jetzt in diesen Kunstbereich reingeschwappt ist, weil das kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Milieu, sage ich jetzt mal. Natürlich interessant, weil dass sich eine Gesellschaft darauf einigt, dass eine digitale Datei auch ein Artefakt sein kann. Das ist ja wie so eine Einigung. Das ist ja wie, wenn man jetzt sagt, gut, dieser Geldschein bedeutet jetzt 100 Euro und für 100 Euro kann ich irgendwas, echte Ware kaufen im Wert von 100 Euro. Das ist ja auch, wenn wir jetzt nicht flächendeckend sagen würden, okay, wir machen das so, würde das nicht funktionieren. Und genauso ist es mit NFTs im Prinzip, dass wenn man sich darauf einigt, dass der eine, der da eingetragen ist, die Blockchain, der Besitzer ist, dann ist das, egal wie viele Kopien da draußen sind. Ne? Mhm. Und dieses Konzept, also einmal diese Urheberschaft und dann aber gleichzeitig dieses Open-Source-mäßige, also dass trotzdem jeder darauf zugreifen kann, das fanden wir schon ganz interessant. Und weil du jetzt gefragt hast, was wir da machen, das kann ich jetzt dann auch mal kurz beantworten vielleicht. Ich gebe mal unseren Bildschirm frei, oder? Super. Genau. Während du das machst, vielleicht ganz kurz zwischendrin, um die Analogie des Geldes aufzugreifen. Also es ist ja so, dass mit Scheinen, die sind ja austauschbar. Ich gebe dir einen 50-Euro-Schein, du gibst mir 5 Zehner und das ist austauschbar. Und beim NFT ist es ja dann eher wie ja einem einzigartigen Kunstwerk, dass es nicht austauschbar ist. Und da kam eben auch nochmal die Frage, wie das dann ist mit Vervielfältigung und Rechten des Künstlers im Chat. Aber sonst können wir auch gleich dann nochmal drauf zurückkommen, wie ihr mögt. Ja, können wir gerne drauf zurückkommen. Super. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Arbeit, die haben wir 2013 gemacht. Das war noch relativ am Anfang, als wir digital gearbeitet haben und immer so geguckt haben, wo kann man denn jetzt andocken in der Kunstgeschichte. Und wir fanden zum Beispiel den Suprematismus ziemlich interessant, also russische Avantgarde so zur Zeit der ersten industriellen Revolution, weil die ja auch diese
diesen Moment hatten, wo auf einmal Maschinen angefangen haben, das zu machen, was vorher nur Menschen gemacht haben. Und das sind ja im Prinzip die ersten Anfänge auch von Computern. Und da war das dann so, dass zum Beispiel diese russischen Künstler eine ganz große Faszination hatten für Mathematik auch und für abstrakte Bilder. Also die hatten so ein bisschen die Vorstellung, dass jetzt durch die Abstraktion unserer Welt der Mensch in eine neue Bewusstseinsstufe eintritt. Und sie wollten das mit diesen abstrakten Bildern, das Denken sozusagen über die Augen in diesem neuen Menschen hervorrufen. Und das fanden wir auf der einen Seite, also wir fanden das sehr schön und sehr naiv auch, aber man braucht ja so eine gewisse Naivität, um irgendwie mit was anzufangen. Und diese Kompositionen, die wir damals gemacht haben, waren dann eben, weil wir als digitale Künstler jetzt überlegt haben, okay, wie kann man denn jetzt digital arbeiten, waren dann eben auch solche abstrakten Kompositionen, die wir da dann eben so in diesen Turntable-Animationen gemacht haben. Also einfach so, da geht es um so Darstellungstricks. Also man sieht jetzt zum Beispiel in diesen Spiegelungen von diesen Formen dann Elemente, die man aber nur in den Spiegelungen sieht oder irgendwas in den Brechungen wird dann sichtbar oder irgendwas wirft einen Schatten, was jetzt zum Beispiel sieht man so Formen, die sich spiegeln, die man dann in echt, aber wenn es sich weiter rumdreht, nicht sieht. Und da haben wir so ein bisschen so mit diesen, damit gespielt, dass eben im Computer man zwar viele Sachen simulieren kann, also auch Realität wird ja die ganze Zeit simuliert, aber der Computer interessiert sich ja letzten Endes nicht für Realität. Das gibt es im Computer gar nicht. Es gibt nur Nullen und Einsen und diese Tatsache, dass wir die ganze Zeit unsere Realität in Nullen und Einsen übersetzen und dann da wieder eine neue Realität rausholen, ohne dass dieses Gerät, was das macht, überhaupt die geringste Vorstellung davon hat, was da gerade passiert, die hat uns so ein bisschen beschäftigt bei diesen Darstellungen. Und sag mal, spielt die Möglichkeit, ein digitales Kunstwerk als NFT dann zu handeln bei der Kreation irgendeine Rolle? Oder ist es eine Überlegung, die viel später kommt, dass man sagt, hey, wir könnten ja versuchen, das als NFT auch zu verkaufen? Also diese Arbeit sind ja 2013 entstanden. Da gab es meines Erachtens noch keine NFTs. Mhm. Also deswegen sind die definitiv nicht in dem Bewusstsein entstanden, dass wir NFTs machen wollen. Aber was, also eine lustige Parallele ist auf jeden Fall, dass es so Videoloops sind. Es gibt keinen Anfang und kein Ende bei diesen Videos. Und das taucht ja auch häufig bei den jetzigen unter NFT geführten Videoarbeiten sehr häufig an. Auf und also das fanden wir eine interessante Parallele und wir hatten das damals so empfunden, dass diese Form, also Videoloop, eines Videoloops, schwer irgendwo fassbar war. Also es war jetzt ja keine richtige Videoarbeit und es gibt ja viele Videofestivals, wo man dann Videos einreichen kann, aber die haben dann immer eine gewisse Länge und es ist aber auch kein Bild, was man sich an die Wand hängt. Und deswegen wurde das irgendwie auch nicht so, also ich glaube, das wurde nicht so wirklich wahrgenommen von vielen. Mhm. Und lustigerweise jetzt ist es so ein, also vielleicht auch durch diesen Hype dieser NFTs oder NFT-Technologie, sieht man fast nur noch Loops oder Memes, also dieses Medium. Und das waren wir jetzt. Es ist halt auch formal irgendwie ganz interessant, finde ich, so dieses Ding, was sich da immer so dreht, das sieht ja so aus, als wenn das jetzt da irgendwo im Fernseher drin war. Ne? Wir arbeiten ja mit diesen 3D-Programmen, wo man dann diesen unendlichen virtuellen 3D-Raum hat und da lädt man dann diese Geometrien rein und beleuchtet die und man fängt irgendwann an, in diesen virtuellen Raum sich ganz normal drin aufzuhalten und da reinzugucken, als wenn man jetzt durch ein Fenster durchguckt. Als wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue und da einen Baum sehe, schaut man halt auf den Monitor und sieht dann da drin einen Baum. Und für uns ist das mittlerweile so eine Normalität geworden. Also wenn ich jetzt so eine Figur da reinlade, dann ist das halt da, die Figur, die ist da. Also das ist nicht so, dass es für mich virtuell ist. Das ist... Die ist halt da, die ist nur anders da als jetzt ein realer Baum. Und das fanden wir irgendwie so ganz interessant, dieser Turntable, der unterstützt das so formal.
oder? Okay. So. Wir haben hier tatsächlich eine Basic-Frage. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Wir haben hier eine Basic-Frage, die würde ich mal in eure und in Harms Richtung spielen. Da möchte jemand, ein Künstler, eine Künstlerin offensichtlich wissen, wenn ich jetzt damit starten möchte, meine Kunst als NFTs zu vermarkten. Wie fange ich überhaupt an und wie hoch ist der Aufwand in Zeit und Geld, wenn ich starte? Da haben wir vorher schon mal ein bisschen drüber geplaudert im Hintergrund, deshalb der Lazarus würde das gerne wissen. Was macht man, wenn man keine Ahnung hat, aber mit NFTs Geld verdienen will? Entschuldigung. Nein, ich finde, das ist eine echt berechtigte Frage. Also, ja, nee, also ich lache deswegen, weil es natürlich schon, also ohne Ahnung geht es, glaube ich, nicht. Also das würde ich jetzt mal als erstes sagen wollen, ganz ehrlich, weil ich denke schon, dass man, wenn man jetzt da vorwärts kommen will, also man kann natürlich auch aus Versehen da irgendwie so ein Lucky Punch landen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, schon so ein bisschen so wie in der Lotterie. Ne? Also ich glaube, es hilft schon oder es bleibt nicht aus, dass man dann sich relativ schnell auch damit auseinandersetzen muss und gucken muss, okay, wie funktioniert das jetzt, wie geht das, was mache ich hier? Und ich glaube, die Leute sind jetzt da draußen, die sind schon auch kritisch. Also ich glaube, dass es jetzt so abflaut, hat auch damit zu tun, dass die Leute eben sagen, ja, nee, das gefällt mir aber und das gefällt mir aber nicht, weil, ja, ich weiß nicht, Harm, wie siehst du das? Ich denke, dass es anfängt mit guter Kunst machen, schaffen. Ja. Und es gibt Kunst, die sich gut als NFT darstellen kann oder vermarkten. Es gibt auch ganz viel Kunst, wo das meiner Sicht nicht so viel Sinn macht. Ja, also ganz praktisch, wenn man damit anfängt und vielleicht nicht viel Geld hat, dann könnte man das mit Ticketmint machen. Also so ein Online-Marketplace für NFTs mit Tezos. Das ist eine gute Szene, da passiert ganz viel, tut mir wirklich denken an so Early Net Art. Also das macht viel Spaß, die Sachen kosten auch nicht viel. Und die Transaction-Kosten sind niedrig. Und, ja, es hängt so wirklich von den Arbeiten ab, was man macht und wer man da damit erreichen will. Ja. Also ich glaube so in der Regel, also unsere Erfahrung war jetzt auch so Plattformen, man muss sein Profil verifizieren irgendwann, das kostet halt ein bisschen Geld, weiß nicht, mal 80 Euro, mal 100 Euro, irgendwie so, also um jetzt einfach mal so ein paar Zahlen zu nennen. Und dann ist es oft auch so mittlerweile, dass man, wenn man Arbeiten mintet, dass man das dann auch erst bezahlt, wenn die wirklich verkauft werden. Also dann hast du wie so eine Transaktionsgebühr oder so und das sind, weiß ich nicht, zwischen 20 und 50 Euro. Es hängt immer so ein bisschen von der Tageszeit ab und wie viel Traffic da gerade ist. Ja, je nachdem, was man da jetzt veröffentlichen will, kann es vielleicht auch mal teurer sein, aber man kriegt das auch normalerweise immer angezeigt. Also man muss jetzt keine Unsummen da mitbringen, um irgendwie was machen zu können. Aber je mehr man macht, summiert sich natürlich auch. Also es ist jetzt nicht alles umsonst. Man zahlt die ganze Zeit Gebühren. Und ich kann noch sagen, bei mit Left Gallery bezahlen wir die Kosten für die Künstler. Und auch ich erstelle dann NFTs für die Künstler, weil obwohl viele auch sehr technisch fähig sind, ist der Blockchain-Space doch ziemlich neu. Und es gibt auch Technologien, die heißen so Lazy Minting. Und das ist vielleicht auch, was du ungefähr meinte, dass man die Kosten nur bezahlt, erst bezahlt, wenn die Arbeit auch verkauft wird. Und das ist eigentlich ganz gut. Ihr habt vorhin auch ganz spannend gesagt, Schritt 1 ist eigentlich, dass ich mir auch als Künstlerin ein Krypto-Wallet zulege und mal ein paar Ether habe, um überhaupt starten zu können mit der ganzen Geschichte. Und das ist Schritt 1, oder? Ich muss erstmal selber einsteigen in den Kryptomarkt. Ja, oder man verwendet dann eine andere Plattform, das nicht mit Ether funktioniert. Wie gesagt, Tezos ist wirklich billig und hat eine sehr gute Szene. Aber ich denke auch oft, wenn man damit anfängt und vielleicht erstmal anfangen,
gute digitale Kunst online zu haben. Und wenn da dann ganz viel Aufmerksamkeit gibt, dann kann man da immer noch denken, vielleicht muss ich das auch versuchen zu verkaufen. Aber das ist wirklich der letzte Schritt, denke ich. Das ist ein super Thema, gute digitale Kunst. Annika, ich würde dich gerne noch was fragen. Also aus der Perspektive von jungen Kunstfans, potenziellen SammlerInnen, wie würdest du sagen, wenn ich sage, Mensch, ich will einsteigen? Wie gehe ich am besten vor? Wie entscheide ich, was gut ist, was ich, worin ich vielleicht mal ein paar Krypto-Coins investiere? Also Harm hat es gerade schon gesagt, Thesas, also Hic et Nunc, ist eine sehr gute Plattform für Einsteiger. Da sind sehr, sehr viele, gerade auch Digital Artists unterwegs. Harm hat es auch schon gesagt, die OGs, also diejenigen, die das schon sehr, sehr lange machen, minten da ihre Arbeiten. Und es gibt, ich glaube, die Challenge heißt, Harm, wie heißt die nochmal genau, diese mit den 10.000, wo die 10.000 gemintet werden und nach 36 oder 48 Stunden werden die verbrannt. Weißt du, wie das Hashtag heißt? Ich habe es vergessen. Da gibt es auf jeden Fall so eine Aktion auf Thesos, also auf Hic et Nunc, dass Artists eben in der Edition minten. Die gibt es 10.000 Mal, die kann im Zeitraum von 36 oder 48 Stunden gekauft werden, sowas wie eine Challenge. Und dann kostet eine Edition ein Thesos, also $3. Und da habe ich zum Beispiel von Aurea Harvey, die auch in der Christie's Auktion war von Lady Fee kuratiert, da habe ich eine Arbeit von Aurea Harvey bekommen für einen Thesos, also für $3. Finde ich jetzt nicht so schlecht, persönlich. genau, und wenn eben nicht 10.000 verkauft werden, also ich weiß nicht mehr genau, wie viele verkauft werden, also unter keinen Umständen 10.000, sondern ein paar hundert, dann hat man eben doch eine relativ rare Edition. Genau, also da würde ich mal anfangen und ansonsten Foundation ist eine sehr schöne Plattform. Die ist so von Künstlern in Anführungszeichen kuratiert, weil Künstler, die schon auf der Plattform sind, laden andere Künstler ein, aber die können erst andere Künstler einladen und bekommen Einladung von der Plattform, wenn sie schon Arbeiten verkauft haben. Da sind eben auch ganz viele der Digital Artists unterwegs auf der Plattform, weil die sich natürlich auch gegenseitig einladen. Genau, und ansonsten ist es wie bei allem, wenn man Kunst kauft oder sich Kunst anschaut, man muss für sich, glaube ich, entscheiden, was man gut findet und was dann interessiert. Ja, also Olive Ellen beispielsweise, die ist auch schon sehr lange in diesem NFT-Space und die arbeitet sehr stark mit Popkultur. Und wenn man das sieht, denkt man auch, okay, das ist irgendwie ein Kinderbuch, das ins Internet gewandert ist und mit der Internetästhetik arbeitet. Und das ist eben absichtlich trashig und absichtlich irgendwie so mit sehr wenig Aufwand gemacht. Und das muss man ja gucken, ob man das gut findet oder nicht. Ja, aber das wäre dazu jetzt meine Antwort. Also Hic et Nunc und Foundation, da findet man auf jeden Fall interessante Kunst zu guten Preisen. Und jetzt hat man ein NFT gekauft oder zwei oder drei. Und dann, also wenn ich ein digitales Kunstwerk habe, dann kann ich es in meinem Zuhause abspielen. Wenn ich ein Bild gekauft habe, kann ich es an die Wand hängen, ich kann es anderen zeigen. Und bei einem NFT sage ich dann, super, ich hab sowas wie eine Aktie, die kann ich irgendwann mal wieder verkaufen. Oder was bedeutet es, ein NFT zu besitzen oder mehrere? Das hängt von der NFT ab, was die Token für, sag mal, vertretet oder repräsentiert. Es könnte auch ein Video sein. Mhm. Es könnte auch ein Stück Poesie sein. Oder ja, es hängt davon ab. Ich habe ein Projekt, haben wir NFTs verkauft und dann wollten Sammler auch Schema dazu haben. Und dann haben wir das auch so ja, organisiert. Ja, also ich denke, das ist nicht so ganz anders. Der Unterschied ist wirklich, dass man sieht online, wer besitzt welche Arbeiten. Es ist alles totally transparent. Und das ist eigentlich ganz interessant und neu. Das war mit Sammlungen nicht immer so. Das könnte auch alles versteckt im Lager sein. Und man sieht auch, für wie viel die Arbeiten gekauft sind. Das ist auch neu. Das wussten wir nicht. Und trotz ist alles, denke ich, ungefähr gleich geblieben. Ja, so wie Fotografie oder Video. Ja, ja, so vor NFTs haben wir teilweise dann Zertifikate auf Papier gedruckt und verschickt und übergeben.
auch mit den NFTs, wie der Harm gesagt hat, ist halt der Vorteil, dass man wirklich auch die, also was heißt Vorteil, man sieht die ganze Historie, wo ein Kunstwerk vielleicht dann über den Entstehungszeitpunkt oder Minting-Zeitpunkt hinweg überall vielleicht kursiert ist. Es ist vom Handling einfacher, die Arbeit, also das Zertifikat zu transferieren und ja, per Post und so weiter. Das ist ja immer ein bisschen komplizierter. Ja. Und es ist auf jeden Fall mehr Zertifikat in vielen Fällen, weil auch das, die Arbeit selbst, also es kann ja auch ein Twitter-Kommentar als NFT dann gekauft werden. Es gibt aber auch Arbeiten, wo die eigentliche Arbeit viel größer ist, als dass man sie auf der Blockchain jetzt speichern könnte. Dann ist es halt nur das klassische Zertifikat. Und also die Historie kann man sich ja fast auch so ein bisschen wie eine Provenienz vorstellen. Und wenn ein NFT dann auch den Sammler oder den Besitzer, die Besitzerin wechselt, so habe ich es verstanden, verdient der Künstler, die Künstlerin auch mit, richtig? Und das ist ja auch neu, oder? Hängt vom Vertrag ab, ne? Von dem Smart Contract, der da drin eingebettet ist. Also wird fairerweise von den Plattformen oftmals schon angeboten. Ja. Und empfohlen. Mhm. Aber man kann total darauf verzichten oder man kann auch, ja. Man kann da alles Mögliche reinschreiben, genau. Eigentlich. Man kann auch lustige Bedingungen reinschreiben. Ja. Aber diese Plattformen sind da relativ limitiert. Also da geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass man Bilder und Videos irgendwie damit vertreibt. Und wenn es dann um komplexere Sachen geht, also. Man kann ja auch, ich sag mal, das Stück Code, was dann in den Smart Contract eingebettet ist, das kann ja auch Kunst, also einfach dieser Code kann ja die Kunst sein. Dann ist es keine Videodatei oder irgendwas, sondern dann ist die Kunst halt das, was mit den Token passiert, wenn er übertragen wird oder was auch immer. Also soweit ich das verstehe, korrigiere mich haben, wenn ich jetzt Unfug erzähle. Aber vielleicht kann man ja reinschreiben, dass die Arbeit nur nachts angeguckt werden kann. Aber das geht dann eben nur, wenn man das auch wirklich selber schreibt. Ne? Also da gibt es natürlich Leute, die das schon lange machen und die da fit drin sind und die das können. Aber ich glaube, das, was jetzt der Hype und die Leute, die jetzt auch ein NFT machen wollen, sind wahrscheinlich in der Regel eher Leute, die dann nicht sagen, gut, ich schreibe das jetzt alles selbst, sondern die gehen über eine Plattform und dann ist es relativ limitiert. Also dann sagst du halt, wie viel Prozent du da kriegen willst, wenn das weiterverkauft wird. Und das war es dann mehr oder weniger, glaube ich. Ne? Ist gerade eine super spannende Frage reingekommen. Ich vermute von einer Kollegin, wie würde ein Leihverkehr im Museumsbereich aussehen? Also das ist natürlich auch für uns ein spannendes Thema, NFTs im Museumsbereich. Ich denke, wir haben es alle mitbekommen mit den Uffizien beispielsweise, dass die ja jetzt auch eben NFTs verkauft haben von ihren Meisterwerken. Dein Werk wurde eben schon vor Jahren eben von dem Wiener Museum gekauft. Das ist ja aber, würde ich sagen, ja noch ziemlich neu. Könnt ihr vielleicht was dazu sagen, zu der sehr speziellen Frage? Ja, ich muss sagen, ich glaube, inzwischen gibt es viele Museen, die schon eine Crypto-Wallet haben. ZKM hat auch viele NFTs, schon jahrelang. Ich denke, was interessant ist von NFTs, ist, dass die, wie gesagt, die Arbeiten sind für alle zu erreichen, verfügbar. Also die sind offen. Das ist eigentlich zu vergleichen mit Public Sculptures. Und das ist interessant, weil Museen waren eigentlich immer auch schon ein bisschen so, dass es für alle zu sehen war. Und also irgendwie passt das dann gut schon. Weil NFTs sagen nur etwas über Eigentum. Wer besitzt was? Und nicht wer darf was sehen. Bei allen dürfen alle sehen. Also, und so, damit sind NFTs immer schon ein bisschen wie ein Museum, finde ich. Also wenn man auf OpenSea eine Sammlung anschaut von einem Krypto-Sammler oder Sammlerin, dann sieht man alle Arbeiten, die kann man auch so, sag mal, konsumieren. Und das finde ich ganz spannend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Museum eben diese Werke besitzt und es eine Ausstellung geben sollte, ich glaube, bei dir war es so, du hattest ja auch die Screensaver, dass sie eben auf Bildschirmen dargestellt wurden. Aber
gut, ihr habt es ja auch gesagt, es kommt natürlich total drauf an, was für ein NFT, was für ein Kunstwerk es ist. Aber wie könnte dann so eine Ausstellung aussehen? Wäre die dann auf der Online-Plattform des Museums, wäre die in Decentraland, wäre die vor Ort auch einsehbar? Habt ihr da irgendwie eine Vision, ein Bild, wie das aussehen könnte im Museum? Ja, wie das Beste für die Arbeiten ist. Ich denke, da gibt es viel Raum für Experimente. Aber ich denke nicht, dass NFTs anders ausgestellt werden, sondern als Nicht-NFTs. Und es geht wirklich nur um Eigentum. Und man kann sich, ich denke, überhaupt so ein Museum darüber nachdenken, was die, genau wie Kinos, wenn man alles zu Hause irgendwie anschauen kann, da bin ich ein bisschen so gemein Richtung Videokunst, aber wie stellt man dann eine Videoarbeit in einem Raum aus, dass das wirklich eine andere Erfahrung ist? Ich würde diese rechte Frage vom Anfang gerne nochmal reinbringen. Da war ja die Frage, welche Rechte kann ich über ein NFT überhaupt vergeben an den Käufer? Kann ich alles machen? Ist das egal? Kann ich bestimmen, was für Rechte ich vergebe? Also sowas wie Vervielfältigung zum Beispiel. Oder ist es limitiert? NFTs sagen nichts darüber. Ein NFT ist nur ein kleines Stück, ein Mini-Stück Information irgendwo auf einem Blockchain gespeichert. Wer besitzt das und das? Und wenn Leute können das kopieren und die können das auch versuchen auszustellen und die können auch versuchen, davon T-Shirts zu drücken und das zu verkaufen. Und, aber die NFT kann da nicht, so viel Kräfte haben NFTs nicht. Aber dann hat man Law und Juristen und Copyright-Sachen. Man könnte ja schon reinschreiben, wie man jetzt die Nutzungsrechte definiert für den, der diese Arbeit besitzt, oder? Könnte man ja, aber da braucht man kein NFT für. Ja, nö, natürlich nicht. Nö. Aber es wäre zumindest insofern öffentlich einsehbar. Also jeder könnte so relativ einfach verifizieren, ob jetzt in einem bestimmten Kontext, wo eine Arbeit gezeigt wird, ob das jetzt legitim ist oder nicht, also basierend auf dem, was dann in dem NFT steht. Also es wäre relativ schwer, das zu verheimlichen, ob man jetzt gegen eine Auflage verstößt. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, früher eine Arbeit verkauft hätten und hätten jetzt gesagt, aber das darf auf gar keinen Fall irgendwie im Internet und wenn dann nur in der und der Auflösung und so weiter und so fort und hätten das in dieses Zertifikat reingeschrieben, dann hätte man, wenn man dagegen verstoßen hätte, hätte niemand das wirklich direkt sagen können, ja, Moment mal, hier steht das aber, weil das Zertifikat hat dann nur der, der es besitzt. Und wenn er das nicht zeigt, dann müsste man jetzt bei uns erst anfragen und so weiter und so fort. Und über ein NFT könnte jeder sagen, Moment mal, Blockchain da, was steht da drin, das erledigt. Also das denke ich, das würde schon das transparenter machen, genauso wie es die Provenienz transparent macht oder wie es auch die Zugänglichkeit erleichtert im Prinzip. Wobei, ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn sowas irgendwie dann in diesem IPFS gespeichert ist? Also man kann den NFT ja, glaube ich, auch so machen, dass der Link sozusagen dann zu irgendeiner Datei jetzt nicht unbedingt für jeden einsehbar ist, oder? Also unlockable Content gibt es ja, den man dann freischalten kann sozusagen, mit der Seriennummer sozusagen. Ja, dann steht das irgendwo in der Datenbank des Plattforms gespeichert, aber das ist dann nicht in der Blockchain. Also ich glaube, also grundsätzlich mit den Rechten ist das wahrscheinlich wie auch vorher schon mit Videofiles, also Videoarbeiten, die man hat. Man kann die natürlich nicht einfach vervielfältigen. Man kann da auch nicht einfach so Tassen und T-Shirts ausmachen. Kann ich mir nur ganz schwer vorstellen. Also zumindest im kommerziellen Rahmen. Also für sich privat ist das ja auch alles okay, aber ich glaube, man besitzt die Arbeit und wie man auch ein Bild besitzt und kann jetzt nicht dadurch, hat jetzt nicht dadurch, die Copyrights und so, das bleibt alles beim Künstler. Das, man kann die jetzt nicht vervielfältigen in dem Sinne, also man kann die teilen, aber nicht damit Geld machen, ne? Würde ich mal so vermuten.
Ich verwende noch immer Creative Commons Licenses. Die sind ja ein bisschen härter. Die finde ich noch immer ganz gut. Und, genau, und ich denke, dass die Welt sich auch geändert hat in den letzten, sag mal, 15 Jahren. Weil ich weiß noch, es gab damals Napster und Kazaa und LimeWire. Und dann muss man illegal Musik downloaden. Und weil man denn da nicht dafür bezahlen wollte oder konnte. Und zurzeit ist eigentlich alle Musik verfügbar umsonst auf YouTube oder whatever. Und trotz kaufen Leute jetzt Musik auf Bandcamp, obwohl sie die Musik schon haben. Und ich finde, das ist, denke ich, ganz interessant, weil da hat sich etwas geändert in der Mentalität der Consumer oder Kunstliebhaber, dass die verstehen, dass alles schon verfügbar ist und dass es auch okay ist, dass alles für alle zugänglich ist, aber dass man das unterstützen will und dass man irgendwie auch Identität definiert durch Besitz. Und ich denke, das hat mit NFTs zu tun. Und die jungen Künstler und Sammler, die meisten, die ich kenne, ist es egal, wie viele Kopien davon. Die sagen, je mehr, je besser. Es ist gut, so viele Leute das sehen können. Die wollen die Arbeit haben, weil die damit die Künstler oder die Künstlerin unterstützen und zeigen können an der Welt, dass sie etwas Wichtiges oder Schönes unterstützen. Und die fragen sich nicht, darf ich auch ein T-Shirt davon machen? Das habe ich eigentlich nicht erlebt. Ja, das wäre eigentlich die schönste Variante davon, finde ich auch. Also ich hoffe, dass das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch wieder Bestrebungen gibt. Naja, also ich weiß nicht, so ganz umsonst ist es ja nicht, auch jetzt beim Musikbeispiel. Ne? Du hast dann irgendwie, weiß nicht, Apple Music, zahlst du dann halt monatlich, da hast du dann natürlich fast alles drin, aber trotzdem zahlst du an die. Ne? Ich würde gerne noch eine Frage aus dem Chat reinbringen. Du hast netterweise nämlich eine gerade so en passant beantwortet haben. Die andere, die da jetzt zuletzt reinkam, wie seht ihr denn die Tatsache, dass die digitale Kunst eine viel kürzere Lebensdauer hat, weil sie an Betriebssysteme gebunden ist oder an Technologien, die sich weiterentwickeln? Ich erinnere mich, haben, dass du auch in deinem Artikel drüber geschrieben hast, als du dann umgezogen bist mit deinen NFTs, dass sich da auch Menschen gar nicht mehr gemeldet haben, die aber von den 100 welche gekauft hatten. Also was sagt ihr denn zu dem Zeitfaktor beziehungsweise zu dem Thema Abhängigkeit von Technologien oder Endgeräten, die sich weiterentwickeln? Ja, das haben wir noch nicht erledigt. Und ich denke, das ist ein großes Problem. Ja. Mhm. Wir haben einen Schritt haben wir gemacht, dass wir Eigentum nicht mehr vergessen. Das haben wir in der Blockchain gespeichert. Das funktioniert. Aber was die Arbeit dann ist, wenn es Software ist, wenn ich arbeite, verkaufe meine eigene digitale Arbeit, dann liefere ich auch immer die Source Codes dabei. Und damit die auf neue Geräte wieder neu kompiliert werden kann. Wenn ich Videos verkaufe, dann liefere ich auch die Videos dazu, dass man das später mit anderen Codecs noch immer wieder ein Video davon erstellen kann. Ich weiß nicht, aber ich denke, Software ist eher wie ein Performance. Das ist so beschrieben ist, wie man das machen kann. Aber in der Realität, in 10 Jahren ist alles so anders, dass meine Schirme, die so 4x3 waren, sind jetzt alle 16x9. Und das ändert die Arbeit total. Und das hätten wir, als es noch 4x3 gab, hatten wir keine Ahnung davon. Also so, auch so wie bei klassischer Musik, dass die Instrumente sich ändern. Ja, so ist es einfach. Das finde ich auch nicht schlimm. Brauchen wir neue junge Leute, die dann gute Ideen darüber haben, was schön davon ist, das am besten wieder hochzufinden. Genau so ist es. Also ich würde dem haben auf der einen Seite absolut beipflichten. Ich finde aber auf der anderen Seite, also ich mag das mittlerweile nicht mehr so als Totschlagargument für digitale Kunst zu sagen, dass sie keine Lebenszeit hat, weil ich kann jedes Computerspiel, an das ich mich erinnern kann, dass ich in den 90er Jahren gespielt habe, kann ich irgendwo emuliert umsonst auf meinem PC spielen. Die sind alle da, da ist kein einziges von weg. Und es ist nur, wie der Hahn gesagt hat, das Format ändert sich ein bisschen. Ich glaube,
Migration ist natürlich was, was man irgendwie aktiv betreiben muss, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Bücher wir vergessen haben, die nicht mehr gedruckt werden, die verschollen sind. Jedes Ölgemälde, die ganzen Krakelees und also all das, alles, nichts ist für die Ewigkeit. Also, das heißt, es ist ja auch lebendiger, dadurch, dass es sich die ganze Zeit mit der Zeit, also an die Zeit anpasst, mit der Zeit sich bewegt und vielleicht ist es dadurch vielleicht sogar noch weniger tot als etwas, was man gar nicht mehr anrührt und abschließt und das ist es dann. Ja, so dieses ewige Jetzt, ich finde es eigentlich gar nicht so gut. Also ich meine, wenn wir einen Film gucken, wenn wir irgendeine Aufzeichnung gucken von 1912, dann ist es alles schwarz-weiß, total verschrappelt, irgendwie manchmal im quadratischen Format oder so sogar. Diese Zeit, in der das entstanden ist, die ist ja durch diese formale Prägung wird es ja auch mit fixiert. Also ich finde, wenn ich mir jetzt heute ein Spiel angucke, ein Computerspiel von 95, die ganze Grafik, natürlich geht es heute alles viel besser und ist alles ganz anders und hat sich unglaublich verändert, aber das interessiert mich ja nicht, wenn ich irgendwie, Wing Commander angucke oder weiß der Geier, was für ein Spiel. Und darf ich da zu diesem Thema noch sagen, dass es insbesondere da ist, dass ich denke, dass Museen wichtig sind. Ja. Museen haben eine Abteilung dafür. Oft haben die da so Know-how, wie die arbeiten dann im Leben lang. Ja, ich musste an ein Beispiel vom Kunstpalast denken. Da haben wir eine Arbeit von Nam June Paik. Das sind eben über 60 Röhrenfernseher, die von der Decke hängen und die kürzlich auch oder vor ein paar Jahren restauriert worden sind, aber eben von auch einem Menschen, der eben noch diese Reparatur überhaupt machen kann und das irgendwie auch wichtig ist, weil das diese Ästhetik und das Geräusch, das Rauschen und so weiter auch natürlich Teil des Kunstwerks ist. Und genau. Restauratorenarbeit, klassische. Genau. Richtig. Irgendwann wird man sich dann vielleicht überlegen müssen, ob man dann irgendein anderes Display in so einen alten Fernseher-Case einbaut, um dann möglichst nah da dran zu bleiben, wie das ursprünglich ausgesehen hat. Einfach weil die Ersatzteile nicht mehr da sind oder so. Mhm. Aber ich finde, ich fände es schade, wenn man jetzt sagt, ja, und deswegen mache ich es nicht. Also ich finde, das gehört dazu. Ich meine, ich sehe ja auch nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Und das ist gut. Als wir das Thema NFT in die Community gekickt haben, also unsere Next Museum Community, die tauscht sich im Telegram-Channel aus und wenn wir Ideen haben, dann posten wir die und gucken mal, was aus der Community so kommt. Und da ging es sofort auf Sustainability, was wir jetzt einfach hier auch ansprechen müssen, um so ein bisschen eure Stimmen einzufangen. Also da kam echt ganz viel Input, Sorge, Ärger, die Frage, muss es sein? Deshalb, wir kicken den Ball mal weiter an euch. Was habt ihr zum Thema NFTs und Ressourcenverschwendung zu sagen? Also ich finde, wir müssen uns um Ressourcenverschwendung im Allgemeinen ernsthafte Gedanken machen. Also das sind jetzt, man sagt dann immer, ja, jetzt brauchen wir irgendwie so einen Sündenbock und natürlich ist die Art und Weise, wie das jetzt in die Ethereum-Blockchain eingebunden wird, verbesserungswürdig, aber der Dieselmotor ist auch verbesserungswürdig und auch die Tatsache, dass wir jetzt alle hier ein Smartphone in der Tasche haben, was wir die ganze Zeit aufladen müssen, damit wir uns gegenseitig Smileys hin und her daddeln können, ist genauso ressourcenverbrauchend wie fast alles, was wir, also wenn man sich die Kurven anguckt, wie der Ressourcenverbrauch ist seit dem Beginn der industriellen Revolution, es steigt einfach exponentiell an und da ist jetzt, der NFT ist nur ein Teil in diesem gesamten Komplex, über den wir uns Gedanken machen müssen und das ist eine sehr unangenehme Frage und ich glaube, man sagt dann immer irgendwas, was man nicht mag und was man selber nicht braucht, da sagt man dann, das müssen wir loswerden. Aber dass ich jetzt irgendwie im Auto zum Supermarkt fahre, das ist kein Problem. Und also so sehe ich das Thema. Klar, das muss alles verbessert werden. So. Und ich glaube, das wird sehr harte Einschnitte geben, wenn wir das konsequent und so behandeln wollen, dass es wirklich wirkt. Also es wird ja auch total, also schon vehementer für gearbeitet, dass die Plattformen nicht so ressourcenverschwendend funktionieren. Und es ist jetzt ein bisschen eine Frage der Zeit noch, aber vieles ändert sich jetzt auch. Das Bewusstsein dafür ist total groß. Viele neue Plattformen spezialisieren sich auch darauf oder
setzen das in den Fokus. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Teil, der jetzt durch diesen Hype, also da wurden jetzt diese ganzen Technologien überrollt und das ist jetzt natürlich ein Skandal erstmal, aber es sind, glaube ich, alle mehr oder weniger daran interessiert, das zu ändern, die Verschwendung der Ressourcen, wie überall ja auch. Ne? Das muss man einfach überall gerade angehen. Genau, also ich glaube, ein Thema von vielen ist eben, dass es anders als der Dieselmotor für viele im Bewusstsein ein neues Phänomen, eine neue Technologie in dem Sinne ist, was natürlich auch nicht ganz stimmt. Und dass dann der Gedanke ist, das Bewusstsein müsste doch eigentlich da sein, da eben umweltbewusst zu handeln. Aber es gibt ja auch, wie du schon gesagt hast, Julia, eben da auch schon einen Wandel oder es wird dran gearbeitet. Also irgendwie Stichwort Proof of Stake und Proof of Work haben. Annika, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen zur Technologie. Harm, ich glaube, die Technologie kannst du weit besser erklären als ich. Okay, dann fang du mal an, Harm. Ja. Ich bin kein Tech-Expert, ich bin für Kunst zuständig. Ich für die Technologie. Dann machen wir gleich mit der Ästhetik weiter, genau. Aber erstmal Tech. Ja, genau. Von Anfang an war schon klar, dass Bitcoin und Ethereum so viel Energie brauchen. Das ist wirklich krass. Und so ist es entwickelt. Das wussten wir schon immer. Es gab kein besseres Algorithmus. Und ich vergleiche das mal mit einem Zug. Und der Zug fährt jeden Tag zwischen zwei Städte. Jeden Tag. Das ist ein Dieselzug. Und es gibt Tage, dann ist der Zug leer. Und es gibt auch Tage, dann ist es 99% voll mit Wirtschaftsleuten. Oder wie heißt das? Businessleuten. Und der Zug verwendet jeden Tag zwischen genauso viel Diesel. Ob entweder voll oder leer, ist egal. Und das wussten wir schon. Und der Dieselzug fährt schon jahrelang hierher und ist ganz schlecht für die Umwelt. Und dann plötzlich, jetzt in 2016 oder 2017, sind auch neben 99% Businessleute, ist auch 1% Künstler eingestiegen. Und plötzlich sagt er, ja, das Ding ist ganz schlecht für die Umwelt. Das können wir nicht machen, das ist ganz schlecht. Und das stimmt. Ja, das Ding ist schlecht. Und irgendwie so ein, wir sollen kein Diesel-Lokomotiv mehr. Ja, Lok haben aber eine so Elektrizität-Lok. Diese Änderung könnte man dann sagen, ja, Proof of Work war dann Diesel, und Proof of Stake Elektrizität. Und ich bin da ganz optimistisch. Ja. Das würden wir wirklich sagen, das ist so schlecht, dass das ein Dieselzug ist und alle Künstler würden, sagen wir, aussteigen und nicht mehr mitfahren, dann hat das keinen Einfluss, wie viel Diesel das Ding verwendet. Das würde nur besser sein, wenn wir sagen, wir haben kein Ethereum mehr, ganz Ethereum weg. Dann würde man, das bedeutet, dass der Zug dann überhaupt nicht mehr fährt. Weil das würde etwas ändern. Aber wie viele Leute da mitfahren, das ist eigentlich egal. Also so kann man das ungefähr vergleichen, glaube ich. Und ja, das sollen wir verbessern und das passiert gerade auch. Und es dauert bei Ethereum schon ein bisschen zu lang. Aber das ist auch, sag mal, Rocket Science, was die machen. So etwas haben wir mathematisch noch niemals geschafft. Aber wenn es noch viel länger dauert bei Ethereum, dann werden Leute auch umsteigen auf andere Blockchains, glaube ich. Ja. Die gibt es ja auch schon, soweit ich das weiß. Ja. Also es gibt schon Blockchains, die mit anderen Algorithmen arbeiten und die da effizienter sind. Ja. Annika, du hast in einem anderen Flow beispielsweise, worauf... Genau, ich wollte ganz kurz was dazu sagen, weil das gibt es ja schon. Also Ahiket Nunk auf Thesos ist Proof of Stake. Dann NBA Top Shots, die NBA Sammelkarten, das ist auf Flow von Dapper Labs, ist auch Proof of Stake. Und mit der König Galerie launchen wir unseren eigenen NFT Marketplace und wir haben uns nach sehr vielen Gesprächen mit Startups und so weiter und so fort für Flow entschieden. Und genau, also der Marketplace launcht im August
Und ja, also klar, man achtet darauf und wenn Ethereum nicht so weit ist, dann ist es eben eine andere Blockchain. Und eine, wenn ich darauf reagieren kann, weil genau, also es gibt zurzeit mehr und mehr verschiedene Blockchains, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Und der Ziel von vielen Entwicklern ist jetzt, Bridges zu machen, damit verschiedene Blockchains verbunden werden. Also das nennt man das am Internet von Blockchains. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und damit bin ich selber auch unterwegs mit Cosmos, die in der Schweiz und in Berlin, um damit dann ein Proof-of-Stake-NFT-Bridge oder Blockchain zu entwickeln. Also ich denke, da geht es hin, dass es nicht mehr ein oder zwei Blockchains, aber ganz tausende verschiedene Blockchains, die irgendwie alle miteinander verbunden sind mit Bridges. Ich glaube sowieso, also das, was uns retten wird, ist natürlich auch das zu beklagen und zu bezeichnen, was verbesserungswürdig ist. Aber die Sachen verändern sich nur dadurch, dass man es auch anpackt, also selber anpackt. Also ich habe so ein bisschen so ein Problem mit diesem Zeigen, weil während ich zeige, kann ich nicht anpacken. Also ich finde es wirklich wichtig, dass dieses Bewusstsein, also das ist auch so mit digitaler Kunst, also digitale Kunst, da kann man sich vom, also da kann man viel drüber reden und sagen, wo das nicht funktioniert und wo das schwierig ist und was da nicht gelöst ist und alles, aber man löst das dadurch nicht. Man löst es dadurch, dass man das macht und dass man das ausprobiert. Und natürlich macht man Fehler und natürlich gehen Sachen in die Hose und man merkt, dass es nicht funktioniert, aber auch nur so kann man diese Erfahrung aufbauen, um dann zu wissen, wie es besser geht. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, aber auch nur so verändert man die Sachen dann wirklich am Ende und kann dann sagen, okay, jetzt ist es effizienter, jetzt brauchst weniger Energie. Oder wir haben zum Beispiel alle möglichen Sachen, die man einfach gar nicht braucht und die viel Energie verbrauchen, die machen wir jetzt nicht mehr, weil wir da sind, dass wir jetzt wissen, dass wir sie nicht brauchen aus dem und dem und dem Grund, weil wir es ausprobiert haben und weil wir diese Erfahrung gesammelt haben, die zu so einer Entscheidung führt. Und ja, ich glaube, das ist, also ich finde das, oder das ist was uns sowieso, also in unserer Beschäftigung mit digitalem Arbeiten auch oft auffällt, ist, dass viele Leute so mit so einem gefährlichen Halbwissen dann ein Urteil fällen. Und es aber, wenn man es macht, also wenn man daran teilnimmt, dann entstehen eigentlich die schwierigen Fragen, die spannenden Fragen. Und ja, da gibt es eigentlich selten immer nur Antworten. Es gibt immer nur Probleme, die man irgendwie lösen muss. Ja. Annika, ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich in einem Talk von dir den Satz gehört, the NFT-Space is all about community. Mich würde total interessieren, ist das so eine kleine Szene? Was bedeutet das, die NFT-Community? Funktioniert das anders als im klassischen Kunstbereich zwischen KünstlerInnen und KäuferInnen und Galeristen und Galeristinnen? Ja, also dadurch, dass es Marketplaces gibt, auf denen die Künstlerinnen hier direkt ihre Kunst verkaufen, rücken Künstler und Sammler näher zusammen. Auf klassischen Kunstmarkt, also ich wollte gerade Offline-Kunst sagen, aber ihr wisst, was ich meine, so Malerei und Skulptur und diese Dinge. Offline-Kunst, großartig. Genau, Offline-Kunst, da gibt es Galerie und Künstler und die Galerie ist der Mittelmann zwischen Künstler und Sammler und da ist der direkte Kontakt nicht selten gegeben, beziehungsweise dann gibt es vielleicht mal ein Abendessen mit Sammler und Sammlerinnen, aber in dieser Form so direkt der Kontakt ist nicht da und im NFT-Space ist ja Twitter die wichtigste Plattform. Und von daher ist da der Austausch zwischen Künstlern und Sammlern sehr, sehr intensiv.
Genau, die Künstler, dadurch, dass alle auf Twitter unterwegs sind und auf Instagram ist es so ein bisschen, ich vergleiche das immer, ich bin seit 2011 auf Instagram und da war das genauso. Also das war dann erst so ein kleiner, so eine kleine, nicht kleine Gruppe, aber es waren am Anfang, also nicht in den ersten Jahren, waren so 200 Leute aus Europa, die sich so als Fotografen verstanden haben und wirklich viele Follower hatten und das sehr ernst genommen haben, da Fotos auf Instagram zu machen. Und dann traf man sich halt in Berlin und dann ist auch Instagram, das Unternehmen dazu gekommen und so. Und das ist jetzt auch in diesem NFT-Space. Ne? Das war halt erst so eine kleine Gruppe und dann werden das jetzt immer mehr. Aber genau, was sich natürlich auch verändert, ist so die Rolle des Künstlers oder auch der Sammler und Sammlerin, weil dadurch, dass die Künstler und Künstlerinnen in sozialen Medien so groß sind, entwickelt sich eher so eine Fankultur, weiß ich auch nicht, so der Künstler wird dann eher so zum Star wie ein Rockstar. Da fiebert man mit, da verfolgt man die Karriere, da ist man ganz nah dran und dadurch, dass es eben relativ günstige offene Editionen gibt, kann man eben dann tatsächlich die Karriere des Künstlers oder der Künstlerin unterstützen und daran teilhaben. Man hat das gerade bei Victor Fioschi, das heißt, der Künstler, Transmann, war NFT-Drop bei Christie's. Und wenn man sich das Video, wie Victor sein NFT-Drop da announced hat, das war ein sehr emotionaler Moment. Also er hat dann auch am Ende des Videos geheult, oder da war sehr viele Emotionen dabei. Und die Leute fiebern da wirklich mit, weil man diese Karriere eben verfolgt war, seit diesem Hype, wie es dann steil bergauf ging, plötzlich jemand, der vorher bei seiner Familie zu Hause wohnte, seit seinem 14. Lebensjahr von der Familie irgendwie zumindest emotional misshandelt wird, weil da eben man sich nicht sicher ist mit dem Geschlecht und die Familie das nicht wollte und sagte, ja, du darfst dir nicht die Haare schneiden, weil dann kommst du nicht mehr ins Haus und so weiter und so fort, sodass man diese ganzen Geschichten kennt und mitverfolgt und eben plötzlich so sieht, wie sich, wo man so mitgefiebert hat und das alles mitbekommen hat, dass diese Person sich plötzlich ein Haus leisten kann und für 500.000 US-Dollar Kunst verkauft. Also da verändert sich gerade sehr, sehr viel. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn man von einer Galerie vertreten wird und ein Sales-Team Sammler und Sammlerinnen Kunst verkauft. Also das ist etwas ganz anderes. Aber auch als Galerie muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der Mittelmann ausgeschaltet wird, weil es wird immer Künstler und Künstlerinnen geben, die von Galerien vertreten werden wollen, mit Galerien arbeiten wollen. In der Königgalerie beispielsweise haben wir einen virtuellen Galeriestandort in Decentraland, einer virtuellen Welt, die auf der Blockchain basiert. Da zeigen wir gerade die Ausstellung von Wanz und Bowinkel und Andy Kassier. Sonntag startet Jonas Lund und Eddie Wagenknecht. Also Galerien können natürlich immer noch das machen, was sie immer machen. Ausstellungen machen, mit Künstlern arbeiten, Feedback geben, zusammen Ausstellungen entwickeln und also nichts gegen NFT Marketplace, das ist wunderbar, dass Künstler und Künstlerinnen da eigenständig ihre Kunst verkaufen können. Aber die zusammen publiziert man eben oder stellt seine Kunst online wie auf eBay. Da gibt es kein Feedback, dann hat man sein Profil, legt die Kunst hoch und wenn es jemand kauft, ist schön, wenn nicht, ist es halt so. Aber da ist niemand, der mit einem zusammen irgendwie eine Ausstellung entwickelt. Ja, das war jetzt eine lange Antwort, aber genau. Vielen, vielen Dank. Also ich finde, es war eine Stunde voller Tipps, voller Erklärungen, voller Geschichten. Ich fand es wahnsinnig interessant und ich hoffe, dass unsere Community, die zugeguckt hat, ganz viel Inspiration bekommen hat, wie sie loslegen kann mit dem Thema NFT. Ich gucke mal kurz Richtung Alina. Gibt es von deiner Seite mit Blick auf die Community noch irgendwie eine Frage, die offen ist? Oder? Nö. Nee, ich glaube, soweit erstmal nicht. Ja, dann wollen wir ganz herzlich Danke sagen an euch alle fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren, fürs Mitchatten. Wir wollen an die Audience noch den Tipp geben. Wir machen gerade eine Umfrage, um in die nächste Entwicklungsstufe unserer Plattform zu gehen. Gibt auch ein kleines bisschen was zu gewinnen. Würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Der Link ist auf unserer Webseite. Er ist auch hier auf Crowdcast gepostet und vielleicht ist er auch nochmal im Chat. Das sehe ich jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall. Verratet uns ein bisschen, was wir alles besser machen können und seid beim nächsten Talk wieder mit dabei. Und an euch, liebe Julia, lieber Friedemann, lieber Harm, liebe Annika, vielen, vielen Dank für die spannende Stunde, die sehr erhellende Stunde vor allen Dingen. Gerne, ja, danke auch an das Publikum fürs Zuhören. Danke für die Einladung.
Genauso. Danke. Vielen Dank euch. Schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Ciao.